Und wieder wirkt die Magie der Verhüllungskünstler Christo und Jean-Claude. Der Pariser Triumphbogen glänzt silbrig in der Spätsommersonne, in riesige Kunststoffbahnen verpackt. Ein lang gehegtes und ersehntes Lebensprojekt des verstorbenen Künstlerpaares, von Christos Neffen posthum genau nach Plan umgesetzt. Christo ist immer noch irgendwie da, meint ein begeisterter Pariser. Er ist unter uns, wir lieben ihn. Einfach fabelhaft. Ein Besucher aus Deutschland ist ebenfalls begeistert. Es sieht erstaunlich aus. Großartig, gerade jetzt mit dem Licht und der Sonne. Einfach sehr, sehr beeindruckend. 3 Wochen lang bis zum 3. Oktober kann der verhüllte Arc de Triomphe in Paris bestaunt und bewundert werden. An den Wochenenden sogar auf Tuchfühlung, dann wird der Kreisverkehr rund um den Triumphbogen zur Fußgängerzone.